Ständig steigende Benzinpreise. Darauf hat Doris Schröder aus Kaltenkirchen keine Lust mehr. Mich macht es sehr wütend, dass die Tankstellen heute so, morgen so, mitunter 5-6 Mal am Tag ihre Preise wechseln. Und ich sag mal, bei uns kommt es immer auf den Cent drauf an zu Hause. Und deswegen gibt es bei mir jetzt E85. E85? Schon mal was davon gehört? E85 ist dieses neue, ne? Nee. Was ist der E85? Ja, ist super, ne? Super Benzin. Oder nicht? Ja, das ist Gas. Das ist keine Ahnung. Bio-Sprit hier, was weiß ich, keine Ahnung. Gesehen und gehört habe ich das schon. Das ist irgendwie ein Benzinmischen oder so. Wir machen uns auf die Suche. Super, E10 und da tatsächlich E85. Ein Biokraftstoff, hergestellt aus pflanzlichen Rohstoffen. Bestehend aus 85% Ethanol und 15% Benzin. Kosten gut 1 Euro pro Liter. Deshalb lässt Elvira Schröder heute ihr Auto für rund 500 Euro auf E85 umrüsten. Und das ist das Steuergerät. Das ist nicht das Steuergerät. Da brauchen Sie sich auch keine Gedanken machen. Die Fahrzeuggarantie bleibt erhalten. Und das ist ja super. Das Steuergerät wird zwischen die Autoelektronik gebaut. Ein Chip darin erkennt, welcher Kraftstoff getankt wird und reguliert dabei die Benzinzufuhr. So kann außer E85 auch weiterhin jede Benzinsorte getankt werden. Aber kann man jedes Auto auf E85 umrüsten? Man kann jedes Auto ab 2001 umrüsten auf E85. Die Nachfrage in den letzten Jahren ist sehr gestiegen anhand der Spritpreise. Patrick Schröder fährt ebenfalls mit Biokraftstoff E85 und das schon seit 2 Jahren. Heute hat er einen Termin zur Durchsicht. Ja, Herr Schröder, wie sind Sie denn zufrieden mit der Anlage, seit dem Einbau der Anlage? Ich bin vollständig zufrieden mit der Anlage. Das Auto läuft ruhig, ist alles ja. Super. Okay, dann schauen wir uns das nochmal alles an, ob das alles so geblieben ist. Patrick Schröder hat seine Entscheidung, auf E85 umzusteigen, nie bereut. Ganz im Gegenteil. Wenn ich die normalen Benzinpreise sehe, dann habe ich schon ein dickes Grinsen im Gesicht, weil ich weiß, ich bin da weit runter und muss mich nicht mehr drüber ärgern. Einen Haken hat die Sache allerdings doch. Mit E85 steigt der Kraftstoffverbrauch des Autos um rund 15%. Lohnt sich das Umrüsten trotzdem? Wir rechnen nach. Bei einer Jahresleistung von 15.000 Kilometern und einem Verbrauch von 8 Litern zum Preis von 1,70 Euro sind das 2.040 Euro Benzinkosten. Bei E85 steigt der Verbrauch auf 9,2 Liter. Bei einem Preis von 1,09 Euro zahlt der Autofahrer rund 1.504 Euro. Das macht aufs Jahr gesehen eine Ersparnis von 535,80 Euro. Aber es geht noch preiswerter. Wir sind an einer Tankstelle in Mecklenburg-Vorpommern. Hier tanken die Kunden E85, auch ohne Einbau eines Steuergerätes. Wie geht das denn? Ganz einfach, sie mischen E85 mit normalem Benzin. Ich betanke erst eine Kraftstoffart, gehe dann rein zum Shop und bezahle, gehe danach raus und tanke super und gehe dann wieder rein und bezahle das zweite Mal. Zweimal tanken geht's noch. Ja, und zwar noch billiger. Ich habe keinen Umbau und ich muss nicht. Ich fahr pur. Also ich tanke E85 so ungefähr seit 2 Jahren. Bei den steigenden Benzinpreisen muss man ja sehen, wo man bleibt. Weil ich denke, dass es einfach günstiger ist. Ich vermute, macht es nichts aus. Ob das so stimmt, weiß Tankstellenmitarbeiterin Luise Tillmann nicht. Trotzdem tanken immer mehr Kunden E85. Es gibt Leute, die es pur fahren, es gibt Leute, die es mischen. Und von uns gibt es hier keine Garantie dafür, dass das Auto jetzt halt heile bleibt. Risiken will Elvira Schröder nicht eingehen. Sie hat sich für die sichere Variante entschieden. Ihre Werkstatt übernimmt die Garantie für das Steuergerät. Nach nicht einmal 30 Minuten ist der Umbau fertig. Ihr Auto bereit für Bioethanol. Frau Schröder, das war's jetzt. Ja, toll, wunderbar. Jetzt abgehen zur Tankstelle. Tankstellen für E85 gibt es deutschlandweit bisher nur rund 350. Elvira Schröder hat sich vor dem Umbau genau informiert. Für mich ist die nächste Tankstelle so circa 12 Kilometer entfernt. Und im Notfall darf ich aber auch normal Benzin tanken. Also da gibt es keine Probleme. Bei ständig steigenden Benzinpreisen findet der Biokraftstoff immer mehr Abnehmer. Egal ob mit oder ohne Garantie für das Fahrzeug. Der Preis siegt.